Gut, Mittagspause beim Aktionärstag. Bevor ich mich nachher dann nochmal mit Florian Söllner zusammensetze, ist jetzt erstmal Alfred Maidor neben mir. Hallo. Alfred, schön, dass du auch hier Platz gefunden hast. Wir haben jetzt ein bisschen, du hast die Pflicht schon hinter dir, dein Vortrag, dein Gespräch mit Martin Weiß, jetzt so ein bisschen die Kür quasi noch. Wir haben alle Zeit der Welt in Anführungsstrichen, die Mittagspause eben, um mal ein bisschen auf die Fragen der Zuschauer einzugehen und auch ein bisschen, um dich, ich sag's ja auch, privater kennenzulernen oder ein paar Details zu erfahren, die vielleicht dem Zuschauer und auch mir noch gar nicht so bekannt sind. Gut, gern. Du stehst mir Rede und Antwort. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann hast du dich denn überhaupt mit dem Thema Börse oder wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Das ist lange her. Also das war, ich würde fast sagen, vor dem Krieg. Nein, es war Anfang der 90er Jahre. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. 92, 93, da war ich dann noch Schüler und habe bei dem Planspiel Börse von der Sparkasse mitgemacht, was es heute, glaube ich, immer noch gibt. Wo sich Schüler gegeneinander antreten. Und damals musste ich die Aktienkurse mir noch aus dem Handelsblatt, da hat man mir ein Abo gegeben, musste ich die dann raussuchen, die Kurse vom Vortag und daraufhin dann die Aktien kaufen. Und habe das Spiel natürlich nicht gewonnen, war sogar, glaube ich, ziemlich schlecht. Aber das hat bei mir so das Feuer entfacht. Und dann habe ich irgendwann von meinem Opa ein bisschen Geld geerbt, ein Jahr später, und habe dann damit so mit 17, 18 angefangen, Aktien zu handeln. Kannst du dich noch an deine allererste Aktie erinnern? Ja, kann ich auch. Das war auch kein großer Erfolg. Um nicht zu sagen, das war ein richtiger Flop. Das war Bremer Vulkan, die Werft, die dann wenig später pleite gegangen ist. Kannst du gerade auf die Aktie erinnern? Die war so günstig. Ach so. Ja, das ist genau das, was natürlich heute auch viele Anleger machen, gerade viele Anfänger machen. Die hat damals 80 Cent gekostet und habe gedacht, boah, da kannst du richtig viel von kaufen für, weiß nicht, was ich hatte, vielleicht 1000 Mark. Da habe ich dann halt über 1000 Stück kaufen können und das war toll. War es dann aber doch nicht. Das war, du sagst, zu Anfang der 90er, gar nicht allzu lange später, hast du ja schon beim Aktionär angefangen. Du hast uns irgendwie auch was mitgebracht, das muss uns unbedingt zeigen, den allerersten Aktionär. Genau, das war 1996, da muss ich, das Planspiel war dann doch schon ein bisschen eher Ende der 80er wahrscheinlich schon. Aber das war, da steht es auch drauf, 1996, im Dezember kam die erste Ausgabe vom Aktionär mit dem Titel Telekom. Die Deutsche Telekom ist ja im November 96 an die Börse gegangen. Volksaktien. Genau, und da haben wir dann der Herr Förtsch und ich uns entschieden, oder er sich entschieden, mich gefragt, ob ich mitmachen will, den Aktionär zu gründen. Und dann haben wir zu zweit dieses Heft geschrieben. Das ist mittlerweile 24 Jahre her. Man glaubt es kaum. Das hatte 36 Seiten. Ja. Und jetzt sind wir bei deutlich über 100 Seiten und haben auch eine richtige Redaktion mit, ich glaube, über 20 Leuten mittlerweile. Aber das war der Anfang und das war sehr, sehr spannend, weil es gab damals auch noch kein Internet im Prinzip. Das war nur rudimentär. Ich glaube, BTX gab es schon. Wir mussten die Bilder, die Firmen mussten uns zuschicken schon eine Woche vorher. Die Charts und Grafiken haben wir mit Excel gebaut. Also das war schon so ein bisschen so, ich will nicht sagen wie eine Schülerzeitung, das war schon ein bisschen besser, aber es war schon eine Herausforderung. Ihr wart nur zu zweit, deswegen ist es am Anfang auch nur monatlich erschienen. Genau, ja, monatlich 36 Seiten, das konnte man stemmen. Dann aber wenig später haben wir dann die Redaktion wirklich aufgestockt und eine richtige Redaktion installiert. Dann kam es zweiwöchentlich, dann irgendwann wöchentlich und das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so. Genau, du hast auch gesagt, es gab damals nicht so viel Konkurrenz. Also nein, es gab keine. Im Prinzip, es gab nur noch Börse Online. Das war auch das erste Heft, das ich selber abonniert hatte damals, weil ich dachte, Börse Online hat irgendwas zu tun, dass ich die Kurse online bekomme. Das war es aber nicht. Das habe ich damals mich ein bisschen geirrt. Und dann gab es halt zwei. Heute gibt es im Prinzip ja auch nicht viel mehr. Ja. Und aber dass wir dann diesen Platzhirschen damals Börse Online so schnell überholen, das war natürlich schon toll. Und wenig später war ja dann auch der Internet-Hype, der neue Markt. Und wir hatten im Jahr 2000, also 4 Jahre nach dem Start, eine Auflage von über 200.000 Stück. Mhm. Das war natürlich schon gewaltig. Also war eine tolle Zeit. Du hast auch viele Unternehmen kommen und gehen sehen garantiert in der Zeit. Und wenn man jetzt da drauf guckt, auf den ersten Aktionär, man kennt alles noch, die Telekom, hier Nintendo ist mit dabei, Cola, das hat sich soweit, Coca-Cola hat sich soweit gehalten. Aber da waren bestimmt viele Unternehmen, die nur kurze Zeit auf dem Schirm waren. Ja, klar. Aber was ich sehe, Aktien, die beste Anlage der Welt, stand da schon drauf. Und da hat sich zum Beispiel auch nichts dran geändert. Das würdest du weiterhin so unterschreiben. Das würde ich weiterhin so schreiben und auch unterschreiben. Hast du auch mal ganz großen Flop gelandet, wo du sagst, okay, das Investment hätte ich mir wirklich sparen können, hast vielleicht aber trotzdem daraus gelernt? Ja, natürlich. Es gab viele Flops. Ganz viel. Ich kann mich jetzt konkret an keinen erinnern. Man vergisst ja Flops gerne mal. Man erinnert sich lieber an die ganz großen Gewinne. Was war denn der erfolgreichste Trade? Weißt du das noch? Oder einer der besten? Also ich habe damals, gerade zu neuer Marktzeiten, ich weiß noch, ich glaube, die erfolgreichste Aktie war Adva Optical. Die hatte sich innerhalb von einem Jahr verzehnfacht.
Das war so ziemlich, und da habe ich dann sogar einen Teil, zumindest einen Teil des Gewinns realisiert, was man ja gerne damals vergessen hat. Jetzt bist du den meisten Zuschauern jetzt wahrscheinlich durch unsere Sendung auch bekannt, oder nicht nur, aber die meisten, die jetzt hier zuschauen, dürften wahrscheinlich schon mal auf Maidons Meinung, deine wöchentliche Sendung, gestoßen sein, oder zweimal in der Woche zeichnen wir im Normalfall ja auch auf. Ganz oft werden da auch recht kritische YouTube-Kommentare gepostet. Das ist natürlich immer so, das ist mir schon klar. Liest du manchmal auch die Kommentare oder wie gehst du da mit der Kritik um? Nimmst du das hier und da zu Herzen? Oder? Also wenn ich was Wichtiges zu tun habe und konzentriert sein muss, lese ich sie nicht, weil, weil man sich da schon auch mit beschäftigt. Aber ich lese mir die schon durch, denn ich will ja auch wissen, wie die Meinung so ist. Und es gibt ja auch oftmals ganz interessante Anregungen. Klar, manche Kommentare müssen jetzt nicht unbedingt sein, aber die muss man dann halt überlesen. Was mittlerweile auch ganz, ganz gut klappt, aber den lese ich mir schon durch. Das, ich finde auch, du gehst da ganz gut mit um. Es gibt sicherlich andere Herangehensweisen, dass man da noch ein bisschen mehr sich davon unterkriegen lässt, in Anführungsstrichen. Ja, ist gut. Es ist glaube ich, für niemanden schön, wenn er irgendwas Negatives über sich liest oder beleidigt wird. Und keiner ist so abgezockt, dass es vollkommen spurlos und einfach rübergeht. Du bist oft als Tesla-Fanboy oder sowas in der Art bezeichnet. Gerne, und kein Problem. Ich wollte eben jetzt überleiten, das war jetzt nicht so ganz charmant, aber auf Tesla zu sprechen komme, das ist ja die Aktie. Ich glaube, wenn man fragen würde, mit was verbinden Sie Alfred Maidon, kommt recht oft Tesla. Wann bist du zum ersten Mal auf diesen Wert aufmerksam geworden? Wann dachtest du, das könnte was Großes werden? Also gut, zum ersten Mal aufmerksam, natürlich beim Börsengang 2010. Aber ich habe damals tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, die Firma vollkommen unterschätzt. Ich habe dann nur gesehen, ja, die nehmen so einen Lotus und bauen da Batterien rein. Ist so ein bisschen so ein Bastlerprojekt und fand die Bewertung natürlich auch abenteuerlich. Gleich schon zum Börsengang war die Aktie ja schon sehr teuer in Relation zum Umsatz. Habe sie dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Wobei ich das Thema Elektroauto schon sehr spannend fand, schon vor dem Börsengang, schon seit 2006, 2007 habe ich mich damit beschäftigt. Es gab nur kaum Firmen und es gab schon gar keine Autos, weil die Batterien natürlich viel zu teuer waren damals. Dann 2010, wie gesagt, der Börsengang und so richtig auch mir richtig interessant wurde es dann für mich so ab dem Jahr 2015 und 2017 habe ich mir dann selber auch einen Tesla gekauft und spätestens seit dem Zeitpunkt wusste ich dann auch, worüber ich rede, weil es ist schon was anderes, ob man so ein Auto selber fährt, dann weiß man doch ein bisschen mehr, als wenn man das nur aus der Ferne sieht oder sogar nur darüber aus der Ferne schreibt. Du hast auch nie bereut den privaten Kauf des Autos, meine ich jetzt? Nein, ich hoffe jetzt, dass ich habe schon den nächsten bestellt, der hoffentlich bald kommt und ich will da auch gar nicht mehr weg, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, ein anderes Auto zu fahren. Da greifen wir das ganze Thema Tesla nochmal auf, weil wir haben auch eine Frage bekommen von einem Zuschauer, jetzt im Vorfeld eben für dich, der ein großer Fan ist und der tatsächlich sich auch einen Tesla Modell 3 im Juli 2020 bestellt hat. Soll noch dieses Jahr geliefert werden. Herzlichen Glückwunsch. Und sie schreibt ihm dazu, ohne sie hätten wir wahrscheinlich noch keinen bestellt. Aber er hat auch eine Frage. Er fragt, gibt es Medien, in dem alle oder ein Medium, in dem alle namhaften Aktiengesellschaften nachlesen, in dem man nachlesen kann? Nicht nur die Auswahl der bekanntesten. Ich interpretiere das mal so, dass er eben wissen will, wo kann man sich am besten informieren über auch kleinere Werte, die jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Gut, wir haben natürlich heute im Gegensatz zu damals das Medium Internet, wo es alles gibt, aber es ist natürlich sehr schwer, da das zu selektieren, wo es wirklich gute Informationen gibt. Es gibt ja natürlich auch viel Müll, der dort zu finden ist, aber natürlich letztendlich die altbekannten Seiten der Aktionär.de natürlich allen voran, dann für US-Aktien CNBC gibt es eine gute Informationsquelle, MarketWatch, Street.com. Dann für deutsche Aktien noch das Handelsblatt natürlich, ähnlich wie damals, noch heute online. Und dann natürlich, wenn man mehr ins Detail gehen will, Börsenbriefe. Und auch der Aktionär ist übrigens groß geworden, nicht mit den großen Aktien, sondern auch mit vielen Empfehlungen von kleineren Werten, von unbekannten Werten. Selbst in der ersten Ausgabe hatten wir schon Aktien drin, die damals schon keiner kannte und heute auch keiner kennt. Zum Beispiel Pick Szeged Salami aus Ungarn oder die Wundermargarine gegen Herzinfarkt. Das war ein börsennotierter Unternehmen. Benezol, ja. Und ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, aber das war schon spannend. Und das müsste man vielleicht zum 25-jährigen Jubiläum, ist schon nächstes Jahr, mal nochmal nachdenken. Ja, wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr, also vielleicht schauen wir lieber nicht. Ja, aber zumindest die es noch gibt, wie sich die entwickelt haben seitdem. Ja, die Telekom nicht so gut. Also da hätte man mit einer Aktie, glaube ich, mehr Geld verdient. Ja, das stimmt. Aber man hat Dividenden ja bekommen, wie das Jahr.
Ja. Wir können ja mal weiter auf die Fragen eingehen. Es sind noch einige für dich gekommen, beispielsweise von Florian May. Der fragt zum Thema erneuerbare Energien, sind ja in aller Munde. Sollte man nun vermehrt auf diese Technologien setzen? Und wenn ja, wie lange sollte man diese halten? Ein Jahr, 3 Jahre oder mehrere Jahre? Und sehen Sie in dieser Branche auch deutsche Unternehmen im Fokus oder fast nur ausländische? Also man sollte sich natürlich dieser Branche widmen, und zwar auf beiden Seiten. Zum einen im realen Leben sollte man möglichst viel erneuerbar machen. Also wenn man gerade ein Haus baut, dann natürlich mit Photovoltaikanlage und Speicher. Ich überlege zum Beispiel gerade, ob ich habe ja Photovoltaik auf meinem Dach, ob ich noch einen Windrad mir besorge. Es ist allerdings ein sehr schwieriger Markt. Aber natürlich, was Aktien betrifft, glaube ich, dass man, es gibt, glaube ich, keine andere Branche, in der man in den nächsten Jahren, oder die besser laufen wird. Denn das ist eine Disruption eines Billionenmarktes. Die komplette Energiebranche, ich will nicht sagen, wird grün, wird erneuerbar. Aber letztendlich ist genau das, oder muss das Ziel sein, dass zumindest bis 2050 diese komplette Wende gelingt. Und da wird viel, viel Geld investiert werden. Und jetzt durch den Wahlgewinn von Joe Biden natürlich kriegt es nochmal einen besonderen Schub. Und da sollte man schon auf die richtigen Firmen setzen. Vor allen Dingen auf die Großen, auf die Marktführer. Und das ist so ein bisschen das Problem bei deutschen Firmen. Es gibt halt... Also wir waren ja im Bereich Solar zum Beispiel, war Deutschland ja mal ganz vorne dabei, so 2010, 2012, Solarwelt größte, ich glaube Solarwelt war die größte Solarfirma der Welt. Heute ist der größte Modulanbieter Jinko Solar aus China. Es gibt SMA Solar, war der größte Anbieter von Wechselrichtern der Welt, ist heute auf Platz 4 oder 5. Solar Edge ist da jetzt hier Nummer 1 aus den USA. Also es verschiebt sich natürlich unheimlich viel, und es ist ein bisschen schade, dass Deutschland so da den Anschluss verloren hat. Und für mich, es gibt eine Firma, die mir gut gefällt aus Deutschland, das ist Encavis. Das ist ein Betreiber von Solar- und Windparks. Die sitzen in Deutschland und betreiben Solarparks in ganz Europa. Und wenn man noch eine kleinere Firma haben will, ganz witzig, hier bei uns um die Ecke, stimmt, in Bayreuth gibt es noch auch einen Solarparkbetreiber, 7C Solarparken. Eine ehemals belgische Firma, die jetzt eben hier in Sitz hat und auch Solarparks betreibt. Du hast auch schon mal besucht, glaube ich. Da war ich schon öfter mal. Ja, das ist immer ganz nett. Solarbranche, erneuerbare Energien ist auch mal wichtiger Bestandteil oder großer Bestandteil des Maidon Reports, deinen Börsenbrief. Wie lange gibt es den eigentlich schon? Das kommt darauf an, wie man es rechnet. Eigentlich auch schon fast so lange wie ein Aktionär. Wir haben dann ein Jahr später, 1997, einen Börsenbrief übernommen, den Infotech Report. Der wurde dann umbenannt in Internet-Report und dann irgendwann in Meinung-Report. Also im Prinzip schreibe ich den Börsenbrief auch schon seit mittlerweile 23 Jahren. Falls es aber trotzdem irgendeiner noch nicht mitbekommen hat, was ist denn das eigentlich genau? Wie bekommt man da Updates? Was muss ich tun, um da informiert zu bleiben? Also es ist im Prinzip die Quintessenz von dem, was ich den ganzen Tag mache. In dem Meinung-Report gibt es dann wirklich konkrete Empfehlungen, welche Aktien man wann zu welchem Kurs kaufen soll, wann man wieder raus soll, Teilgewinne mitnehmen. Es werden wirklich auch tiefergehende Analysen gemacht, auch zu ganzen Märkten, Elektromobilität, eben erneuerbare Energien. Das ist so ein bisschen der Fokus. Aber es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel laufende Empfehlungen sind Peloton, Interactive oder auch Square. Also Firmen, die Gamechanger sind, die disruptiv sind. Das ist so der Fokus, und da gibt es ja wirklich konkrete Handelsempfehlungen. Und das läuft in diesem Jahr wirklich sehr gut. Also da kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Es gab auch andere Zeiten, aber dieses Jahr läuft sehr gut. Dann hoffen wir, dass es in Zukunft natürlich ähnlich gut läuft. Es kann nicht immer gleich gut laufen, aber zumindest, dass es gut weiterläuft. Es gibt ja auch für die unterschiedlichen Risikoneigungen da, glaube ich, auch so eine kleine Unterteilung in deinem Report. Genau, ja, also es ist, ich habe da kein richtiges Musterdepot, sondern es gibt so Empfehlungslisten. Und zwar eine nennt sich Marathon, das sind so langfristige Empfehlungen. Da ist zum Beispiel Tesla mit dabei seit 2016, BYD ist auch schon, ich glaube, ein Jahr später mit dabei. Die sind jetzt beide natürlich dick im Plus, wobei das sah vor anderthalb Jahren noch ganz anders aus. Dann Peloton, Square, das sind auch Langfristempfehlungen. Oder dann gibt es noch die Hotlist Sprinter für kurzfristige Empfehlungen. Da sind dann so ein paar Lithium-Geschichten zum Beispiel mit dabei. Und dann gibt es noch ganz spekulativ die Hotlist Explosiv. Da geht es dann um Optionsscheinspekulation hauptsächlich mit Turboschein, also K.O.-Produkten, verschiedene Aktien. Meistens auf der Long-Seite, dass man vielleicht nochmal so eine Korrekturphase nutzt, um da nochmal mit einem Hebelprodukt sich was nebenher zu verdienen. Also so ein bisschen, ich mag es ja am liebsten, und ich weiß auch, dass man das meiste Geld verdient mit langfristigen Anlagen.
Aber natürlich will jeder auch mal ein bisschen zocken und darum gibt es halt diese Kurzfristspekulationen. Und auch die laufen dieses Jahr ausgezeichnet, kann man so sagen. Trotz Corona quasi. Oder gerade ja, und, wegen. Ja, auch gerade wegen. Also als Corona im März kam und wir mussten damals, wir hatten eine Roadshow geplant mit Morgan Stanley. Der erste Termin war in Düsseldorf. Wir sind dann da alle hingefahren und mussten das kurzfristig absagen. Damals war es ja hauptsächlich in China. In Deutschland ging es gerade erst los. Und ich hatte mich schon so gefreut, eine Roadshow und neue Leser zu bekommen und mal so richtig, wir hatten 10 Städte in ganz Deutschland geplant und dann habe ich gedacht, jetzt ist alles im Eimer, dann ist der Markt auch noch fast kollabiert oder nicht nur fast, der ist ja kollabiert und da habe ich gedacht, so, das wird ein Katastrophenjahr und jetzt sitze ich hier und es war vom Aktienmarkt und für unser Geschäft eins der besten Jahre, seit es einen Aktionär gibt. Also gerade schon durch den Crash kamen ja so viele junge, wilde Trader oder diese Robin Hood Trader, wie man sie nennt, in den Markt zum ersten Mal. Also da vielleicht möchte ich mal ein bisschen einhaken. Das heißt, die werden immer so despektiert. Ich sage es ja selber, Robin Hood Trader, weil die Plattform, über die die meisten handeln in Amerika, heißt Robin Hood. Die werden auch immer belächelt und als total krank und geistesgestört beschrieben, dass die jeden... Die zocken halt mit Pleitefirmen wie Hertz oder wie Eastman Kodak, aber die kaufen auch normale Aktien wie Apple und es sind immer ein paar Verrückte dabei, aber insgesamt ist natürlich dieses verstärkte Interesse an Börse, das ja nicht nur in Amerika zu sehen ist, sondern auch hier. FedEx hat die Zahl der Neukunden in diesem Jahr verdreifacht gegenüber dem Vorjahr. Das ist natürlich toll für alle Beteiligten, weil jeder neue Aktionär sorgt für mehr Nachfrage und wenn das Angebot konstant bleibt, sorgt das eine höhere Nachfrage für steigende Kurse. Und insoweit kann man das eigentlich nur begrüßen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Leuten zu sagen, dass sie nicht so einen Riesenquatsch machen sollen, sondern nur einen kleinen Quatsch und möglichst vernünftige Aktien kaufen sollen. Und also ich finde es toll, dass es so ist. Ich habe mir schon oft überlegt, woran das liegt. Die Leute, klar, haben natürlich mehr Zeit gehabt. Es gibt übrigens viele Trends, die durch Corona, viele gute Trends wie erneuerbare Energien, wie ja, überhaupt alles Digitale, was verstärkt worden ist und was ganz gute Entwicklungen sind. Wenn wir jetzt noch diesen Impfstoff irgendwann kriegen, also das sieht ja ganz gut aus, dann ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass bei dem Crash, dass ganz viele mich privat gefragt haben, jetzt ist es so weit gefallen, jetzt muss es doch wieder aufwärts gehen, sollte ich jetzt auch mal Aktien kaufen, sollte ich mich mit dem Thema mal beschäftigen. Das ist, glaube ich, durch diesen Rücksetzer, dass viele gedacht haben, ah, der war, ist so heiß gelaufen, es lief so gut für Aktien, dass man... Ja, ist eigentlich komisch. Ich habe wirklich gedacht, als es diesen Corona-Crash, und das war ja wirklich ein Crash, zwar an mehreren Tagen, dass das jetzt die Leute verschreckt, aber das hat genau das Gegenteil bewirkt. Und gut, natürlich kamen noch so ein paar Sachen dazu. Es gab keine Sportwetten mehr. Von der Seite sind auch viele Leute rübergekommen zum Aktienmarkt. Und das ist vielleicht noch so ein Punkt. Ich habe gerade heute darüber geschrieben, dass viele Trends, die durch Corona entstanden sind, nicht verschwinden, wenn Corona hoffentlich demnächst mal komplett weg ist, vielleicht irgendwann Ende nächstes Jahr, sondern die werden bleiben. Es wird der Trend bleiben zum Digitalen. Es wird der Trend bleiben, dass die Leute mehr Aktien kaufen. Das ist, glaube ich, schon, das sind viele Trends nachhaltig. Woran machst du das fest? Warum glaubst du, dass das so sein wird? Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt angefangen habe mit Aktienhandel und das funktioniert, warum soll ich dann damit aufhören? Nur wenn ich dann irgendwann wieder vielleicht weniger Zeit habe oder Peloton ist auch so ein Beispiel, was viele nicht glauben. Die Leute benutzen dieses Fitnessfahrrad zu Hause und gehen dann wahrscheinlich nicht mehr ins Fitnessstudio, weil es einfach bequemer ist und weil sie den gleichen Erfolg haben. Also wie gesagt, da gibt es andere Meinungen, aber ich glaube, dass da viele Trends wirklich nachhaltig sind und Bestand haben werden, auch über Corona hinaus. Zum weiteren Report haben wir auch noch eine Frage bekommen von Günter Gall. Der sagt, Sie sagten mal, dass Sie kein eigenes Depot haben wegen dem Interessenkonflikt. Haben Sie gar keine Aktien oder nur die vom Maidon Report? Vielleicht kannst du doch mal aufklären. Also ich habe seit dem Jahr 2010, also seit mittlerweile 10 Jahren, selber keine Aktien. Das hat wirklich der Grund ist wirklich diese Interessenkonflikte, die entstehen. Ist ganz einfach so, wenn ich eine Aktie kaufe und selber darüber schreibe, in dem Moment kann ich nicht mehr machen, was ich will mit der Aktie, da muss ich immer genau aufpassen, wann ich sie verkaufe, wann ich über die Aktie schreibe. Und es geht ja sogar so weit, dass auch wenn meine Kollegen über eine Aktie was schreiben und ich zufällig habe, kann da auch ein Interessenkonflikt entstehen. Und um das zu vermeiden, von vornherein habe ich mich entschieden, ich kaufe gar keine Aktien mehr. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist für meine Kinder Sparpläne. Da gab es auch noch eine Frage. Und das Gute ist ja auch, also wenn jetzt die Börse gut läuft und meine Aktien, die ich empfehle, gut laufen, dann bekomme ich ja auch zum Beispiel meinen Report mehr Lese und verdiene ja auch ein bisschen mehr Geld. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt auf irgendwas ganz komplett verzichten muss. Und wenn der Markt fällt, verliere ich Lese und habe dann auch
Schwierigkeiten. Also es ist trotzdem auch an den Markt irgendwie gebunden. Genau, ich bin schon vom Markt abhängig. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man nicht zu sehr abhängig ist vom Markt, jetzt auch noch privat sein Geld auch noch investiert. Ja. Dann, das war nämlich früher so und das war dann schon schwierig, wenn dann der Markt wirklich mal, ich habe ja zwei Krisen mitgemacht, die Finanzkrise und den Dotcom-Crash 2000, 2001. Das war schon unangenehm. Da ist man ein bisschen lockerer, vielleicht jetzt Corona-Crash, wenn man nicht, wie du sagst, selber investiert. Ja, darum hatte ich ja auch so ein bisschen Angst, weil also diese beiden Crashs haben schon ordentlich eingeschlagen, also so richtig. Apropos Kinder, oder du investierst für deine Kinder, da ist auch eine Frage dazu. Sie haben mal erwähnt, dass Sie für Ihr Kind, Ihre Kinder regelmäßig, sprich monatlich, in Aktien wie Netflix und so weiter investieren. Ich möchte das für meine Tochter auch machen, weil ich von Aktienfonds nicht viel halte. Wie kann man so ein monatliches Anlegen in Einzelaktien tätigen oder organisieren? Kaufen Sie einmal im Monat für einen bestimmten Betrag einzelne Aktien? Genau, das war übrigens genau mein Ansatz. Ich habe damals, als meine Tochter eins war, das war so vor 5 Jahren, habe ich mir überlegt, ich will für die irgendwas machen mit Aktien. Und habe dann überlegt, dass ich irgendeinen Fonds kaufe. Und mir hat aber keiner gefallen. Habe ich überlegt, ich kaufe einen ETF auf einen Index. Dann habe ich überlegt, welchen Index nimmst du denn? Der DAX, den finde ich nicht gut. Auch die anderen Indizes gefallen mir nicht. Und dann habe ich überlegt, wenn ich was kann, ist es Aktien aussuchen. Und habe mir dann überlegt, ich brauche 5 Aktien, von denen ich erstmal weiß, dass es die in 20 Jahren noch gibt, diese Firmen. Und dass es in 20 Jahren den Firmen besser geht. Und dann habe ich mir 5 ausgesucht. Und es gibt mittlerweile verschiedene Anbieter. Damals gab es nur die Comdirect, die so einen Sparplan auf einzelne Aktien anbietet. Da kann man, glaube ich, ab 25 Euro eine einzelne Aktie besparen. Das ist eigentlich ganz toll. Man kann also auch tatsächlich für 25 Euro im Monat Amazon-Aktien kaufen, die ja normalerweise 3.000 Dollar kostet. Die kaufen halt dann, man kauft dann Bruchstücke von dieser Aktie. Das bieten mittlerweile auch einige Apps an, aber Comdirect ist auf jeden Fall ein Anbieter und das läuft jetzt seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld da jetzt drauf ist. Ich habe halt 5 Aktien, jeweils 50 Euro. Und jetzt muss ich das noch für meinen Sohn machen. Der ist mittlerweile jetzt auch eins, sonst beschwert er sich hinterher. Aber nicht, dass der jetzt genau in so eine schlechte Marktphase ranläuft. Aber ich glaube ja, vielleicht nochmal so ein Punkt, dass der Bullenmarkt noch lange nicht vorbei ist, sondern ich glaube, dass jetzt eigentlich erst ein neuer Bullenmarkt beginnt. Mhm. Willst du denn für deinen Sohn dieselben Aktien kaufen? Ich habe einen Fehler gemacht damals, ich habe Apple nicht mit dabei. Vielleicht noch, die Leute interessiert es wahrscheinlich, was das für Aktien sind. Das ist also, klar, Tesla ist mit dabei, Netflix, Amazon, Google, also Alphabet. Und dann habe ich noch eine, durfte meine Frau aussuchen und die hat auch noch Walt Disney genommen. Ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen, aber ja, das passt. Auch aber die wird bestimmt in 20 Jahren. Auch die gibt es in 20 Jahren noch und auch denen geht es in 20 Jahren bestimmt besser als heute. Mhm. Und ja, wenn, dann kann ich ja selbst noch dazu beitragen, dass es wohl Disney besser geht. Dafür werden meine Kinder schon sorgen, dass das passiert. Genau. Jetzt schauen wir mal auf weitere Fragen. Hier ist nochmal eine zu Tesla. Von dem, gab es keinen Namen, egal. Was halten Sie von der angeblich möglichen Jahresproduktion Teslas von 20 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2030? Funktioniert das ohne Übernahmen anderer Autohersteller durch Tesla? Das Ziel ist sicherlich ambitioniert. 20 Millionen würde bedeuten, dass Tesla so groß ist wie heute die beiden größten Autokonzerne, Volkswagen und Toyota zusammen, die jeweils so bei 10 Millionen liegen. Ich glaube, dass das machbar ist und zwar auch ohne Übernahme mit eigenen Gigafactories. Da muss man aber einen sehr straffen Zeitplan haben. Das sind nur 10 Jahre. Ja, genau, das sind nur 10 Jahre. Tesla wird im nächsten Jahr, wenn es gut läuft, so Richtung 1 Million Autos kommen. Das wäre also eine Verzehnfachung in dann nur noch 9 Jahren. Kann man schaffen, ist ambitioniert. Vor allen Dingen, wenn Tesla, was man ja vorhat, die Batterien auch selber machen will für die Autos. Aber im Moment liegt mir ja ganz gut die Schlagzahl vor mit der Gigafactory in Berlin. Jetzt die nächste in Houston, da ist auch schon der erste Spatenstich gefallen. Auch da geht es schon rund. Und ich habe auch gerade noch eine neue Studie von der UBS bei mir auf dem Schreibtisch liegen, die auch sehr interessant ist. Die letzte gab es vor 2 Jahren. Also die sagen auch, der Vorsprung ist schon gewaltig von Tesla, gerade was im Bereich der Batterietechnologie sich abspielt. Und da werden die anderen nicht hinterherkommen. Die einzigen, die es wirklich schaffen, von den normalen Autoherstellern da mitzuhalten, das ist tatsächlich Volkswagen. Mhm. Ich sehe für alle anderen wirklich schwarz. Weil der Elektroautomarkt, der wächst nicht linear. Kein Markt von einer neuen Technologie wächst linear. Das geht immer exponentiell. Das Problem ist nur, dass wir Menschen dummerweise nicht exponentiell denken können. Um mal ein Beispiel zu geben, wenn man 30 Schritte macht, die 1 Meter lang sind, dann schafft man logischerweise 30 Meter. Wenn sich die Schrittlänge jedes Mal verdoppelt, der erste Schritt ist 1 Meter, der zweite 2 Meter, der dritte 4 Meter,
Wie weit kommt man dann bei 30 Schritten? Das ist wie das Reiskorn. Wenn du genau, das ist wie das Reiskorn. Wo man dann 64... Tatsächlich kommt man dann mehr als 20 Mal um die Erde. Wow. So, also, und da das die Leute nicht können, ist es unheimlich schwer. Oder darum kann man solche Märkte auch nicht, oder viele, die meisten Leute können das nicht. Es gibt Leute, die das können. Tatsächlich, Elon Musk kann exponentiell denken, offensichtlich. Angela Merkel kann das auch, die hat ja bei Corona immer wieder hingewiesen, das Wachstum wird exponentiell, da müssen wir aufpassen, die hat ja Physik studiert, insoweit kann sie das auch, aber die meisten Leute können das eben nicht und darum fällt es den meisten schwer, solche Märkte vorherzusagen. Dann machen wir gleich weiter bei den Fragen, wir haben nämlich noch eine von Jens Schneider, der fragt nach Northern Data, ob du da eine Einschätzung geben kannst, ob man das kaufen kann. Kaufen kann man im Prinzip alles. Also die Firma habe ich auch in meinem Report mit dabei, ist sehr interessant, ist ein Anbieter von Hochleistungsrechenzentren oder einem Hochleistungsrechenzentrum, was man gerade in Texas erstellt. Und man kriegt dort relativ günstig Strom und verbietet halt diese Rechenkapazitäten oder verkauft die an Kunden. Die Firma ist sehr umstritten, weil es wird vorgeworfen, dass ja, man im Prinzip nur ein verkappter Bitcoin-Miner ist, weil im Moment werden diese Rechenkapazitäten hauptsächlich für das Minen von Bitcoins und anderen Kryptowährungen genutzt. Aber man will letztendlich dann auch gehen in Richtung andere Anwendungen, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz. Es wird, glaube ich, so sein, dass immer mehr Rechenleistung, ähnlich wie man Daten ausgelagert hat, lagert man jetzt Rechenleistung aus. Man braucht also diese Rechenleistung nicht mehr selber, man braucht auch viel Rechenleistung zur Erstellung von Impfstoffen zum Beispiel oder von anderen medizinischen Präparaten. Ob diese Firma das umsetzen kann, wird sich zeigen. Im Moment waren die Halbjahreszahlen enttäuschend, aber man will den größten Teil des Umsatzes im zweiten Halbjahr machen. Das wird man dann eben sehen. Ist so ein bisschen eine Wette. Ich finde die Story spannend, die Firma spannend, aber die Firma muss jetzt auch endlich mal liefern. Können wir uns dann bei Gelegenheit wieder mal in Mylons Meinung, deiner Sendung darüber unterhalten. Jetzt schauen wir mal auf eine Frage von Herrn Georg Wachter. Der hätte gerne Einschätzung von Alibaba, gerade im Vergleich zu Amazon. Ja, beide sind ja wirklich sehr ähnlich. Nicht nur, dass beide die größten E-Commerce-Händler sind, Amazon weltweit, außer exklusive China, weil da dürfen sie nicht. Und Alibaba eben in China und auch in weiten Teilen Asiens und auch außerhalb von China, das ist vielleicht der Unterschied, dass Amazon nicht nach China darf, aber Alibaba darf außerhalb von China alles machen. Also man ist ja auch in Deutschland vertreten, ich weiß nicht, wie das hier heißt, Ali irgendwas, ja, AliExpress, glaube ich. Stimmt, AliExpress. AliExpress heißt es, genau. Und beide machen auch das Cloud-Geschäft, beide sind auch hier Marktführer. Hier ist ein bisschen andersrum, dass, oder ähnlich eigentlich, Amazon auch wieder weltweit, Alibaba hauptsächlich in China. Von der Bewertung her ist Amazon natürlich deutlich teurer, klar, aber ich finde beide Aktien spannend. Vielleicht Alibaba mit noch ein bisschen mehr Potenzial, weil man eben noch mehr Wachstumsmöglichkeiten hat, gerade außerhalb von China. Dann wäre das für das was für das Depot für deinen Sohn vielleicht? Amazon? Ja, oder ja. Stimmt, aber eigentlich stimmt es ja. Man könnte auch mal. Ich muss dann nur mal sehen, ob ich wirklich ganz andere Aktien nehme. Ich muss das nochmal mit mir genau überlegen. Das ist auch gefährlich, dann so in 10 Jahren oder wo noch immer sie dann das Ganze aber begreifen können. Und dann das Schöne ist auf jeden Fall bei einem Sparplan, um darauf zurückzukommen, wenn der Markt dann mal runtergeht, dann durch diesen festen Betrag kauft man dann ja mehr Anteile. Also man kauft, also als Tesla, zwischendurch ist ja mal, letztes Jahr hat sie mal über 50% korrigiert, dann hat man eben die doppelte Menge gekauft. Ja. Und freut sich dann später. Wenn sie dann wieder steigt, ist natürlich gut. Schlecht ist sowas, wenn eine Aktie nur fällt, dann macht es dieses Cost-Averaging, so heißt das, wenig Sinn. Gut, dann kann man das ja auch irgendwann ändern, den Sparplan. Man kann natürlich jederzeit die Aktien ändern, das kann man natürlich machen, aber wie gesagt, ich wollte das eigentlich nicht und habe es auch nicht vor, aber Apple wird bei meinem Sohn auf jeden Fall mit dabei sein. Das hatte ich bei meiner Tochter, hatte ich irgendwie Apple gedacht, dass die irgendwann vielleicht doch nochmal raus sind, aber sind die nicht. Aktien nicht ändern oder das Ganze so lassen, das erinnert mich gerade an den Saubere Zukunft Index, da hast du ja auch, um das kurz zu erwähnen, das Thema, gesagt, da willst du eigentlich keine Änderung vornehmen. Da sind 7, glaube ich, Werte für die Zukunft, also für eine saubere Zukunft drinnen und es sollen auch eigentlich diese 7 Werte bleiben, wenn nicht was ganz Unvorhergesehenes passiert. Genau, die Idee ist eigentlich schon zum Jahresanfang entstanden, dass ich sowas vorhabe, einfach, weil ich bin ein großer Freund von erneuerbaren Energien und wie gesagt, es ist möglich, 100% Erneuerbare zu schaffen auf der ganzen Welt und zwar in der Primärenergieerzeugung, also inklusive Heizung, inklusive Autoverkehr, Individualverkehr, komplett das Ganze mit Erneuerbaren zu machen. Und das ist nur eine Frage, ob man das politisch will. Das ist sogar günstiger, als wenn man weiterhin fossile Brennstoffe verwendet. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte eine gewisse Anzahl von Aktien haben, die voll fokussiert darauf sind, genau das zu schaffen. Und bin dann auf 7 gekommen und habe dann
einfach mit Selective und Morgan Stanley mit diesen 7 Aktien einen Index gemacht. Auch diese 7 Firmen sind alles große Namen. Also da ist die Jinko Solar mit dabei, Vestas, der weltgrößte Windturbinenhersteller, um nur mal 2 zu nennen. Die wird es auch in 10 Jahren noch geben. Ob die dann noch Marktführer sind, ist auch sehr wahrscheinlich. Also wirklich dominierende Firmen, und darum will ich da auch nichts ändern. Das macht auch keinen Sinn, da dauernd irgendwas anzupassen und irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. Es ist jetzt schon ziemlich klar, wer da in welchem Markt der Marktführer sind. Also wichtig sind für eine saubere Zukunft Wind, Solar, das sind die beiden Kernträger der Erzeugung, und dann natürlich als Speichermedium die Batterie und in kleineren Bereichen auch Wasserstoff. Wobei es eine kleine Anpassung, in Anführungsstrichen Anpassung, ja gab, weil viele die Produkte auf den Index nicht handeln konnten, weil da US-Werte dabei sind. Deswegen gibt es den saubere Zukunft Index 2. Das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt immer noch ein paar Brokerhäuser, die die Steuerumstellung in den USA vor 3 Jahren nicht in ihre Systeme eingepflegt haben. Das heißt, da können die Kunden keine Produkte kaufen auf amerikanische Aktien. Und natürlich waren in diesem Index amerikanische Aktien dabei. Also habe ich diese 3 amerikanischen Aktien, also Tesla war das, SolarEdge und Plug Power als Wasserstoffwert, dann rausgenommen und einen zweiten Index aufgelegt ohne diese 3 und habe diese 3 ersetzt mit 2 weiteren Solaraktien und noch einem Batteriehersteller, nämlich Samsung SDI. Und jetzt gibt es also Saubere Zukunft 1 oder Saubere Zukunft Index und den Saubere Zukunft 2 Index, die aber beide sehr gut laufen. Der erste Index hat sich jetzt seit der Auflegung im Juni mehr als verdoppelt und der zweite ist auch leicht im Plus, den gibt es auch erst seit 2 Wochen. Dieses Thema, aber auch so grundsätzlich, was du uns schon alles erzählt hast, spricht dir dafür, dass du deine Meinung jetzt nicht immer ständig nach dem Wind drehst. Da spielt die nächste Frage drauf an von Matthias Schnöke. Er schreibt, mich würde mal interessieren, was passieren muss, damit Sie Ihre Meinung zu einem Wert dann doch grundlegend ändern. Ach, das gibt es schon öfter mal. Also das ist übrigens auch ganz wichtig, dass man an der Börse seine Meinung ändert. Gerade, und das ist eigentlich die Königsdisziplin, wenn bei einer Firma oder bei einer Aktie, die man hat, irgendwas passiert, was nicht schön ist, dass man auch mal sagt, hey, das war jetzt nicht mehr das, die Firma, die ich ursprünglich mal gekauft habe, da ist jetzt was Schlechtes passiert und ich trenne mich davon. Und da gibt es ein gutes Beispiel bei mir, das wird mir auch teilweise vorgeworfen, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Ich war mal sehr positiv zu Wirecard, das ist ungefähr ein gutes Jahr her. Und dann letztes Jahr im Herbst, da gab es dann diese Untersuchung, diese Extra-Untersuchung, und da habe ich mir gedacht, da stimmt wirklich irgendwas nicht. Und dann habe ich mich entschieden, dass mir das wirklich zu riskant ist, weil es gab einfach zu viele Fragezeichen, und habe dann von der Aktie abgeraten. Also seit Oktober letztes Jahr. Und das wurde mir auch vorgeworfen, wie soll ich denn meine Meinung ändere? Die Firma sei doch so toll gewesen, jetzt auf einmal alles schlecht. Ja, aber es ist auch was passiert. Es hat sich auch was verändert. Es gab diese Sonderprüfung, die dann auch noch, als das Ergebnis rauskam, und es gab ja kein Ergebnis, es war ja dann noch schlimmer. Und da war dann wirklich, da habe ich sogar davor gewarnt, weil das hat ja wirklich gestunken bis zum Himmel. Und also man muss seine Meinung sogar ändern. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nicht jeden Tag. Also ich bin auch kein Daytrader und mag auch keine kurzfristigen Geschäfte. Ich mag gerne Aktien, die man auch über Jahre hinweg hält und begleitet. Nur mal, mein größter Fehler war, ich habe zum Börsengang 1997 Amazon-Aktien gekauft für damals ungefähr 3.000 Mark. Wollte mein Geld verdoppeln, habe das dann auch geschafft. Nach 3 Monaten habe die Aktien verkauft, habe 3.000 Mark verdient. Habe mich gefreut. Ja. Daraus werden heute... das kann man überlegen. Ich glaube, 2 Millionen Euro geworden. Also, das war das, was am Anfang mit dem, gut, das war jetzt kein Trade, der negativ war, aber es war vielleicht eine Fehlentscheidung, die ich genau, also schon lieber, verdrängt hast. Seitdem, ich kaufe auch lieber, übrigens war Amazon beim Börsengang damals schon als vollkommen überteuert bezeichnet worden. War sie auch. 500 Millionen Börsenwert bei einem Jahresumsatz von 16 Millionen. Und Amazon war nie billig. Also ich kaufe lieber eine teure Aktie, die teurer wird, als eine günstige wie Bremer Vulkan, die dann irgendwann günstig ist. Schluss ist immer erst bei Null. Das hat man, ist übrigens bei Wirecard auch so. Da sind wir ja fast bei Null. Das haben wir auch bei anderen Werten ja schon öfter besprochen. Vielleicht so abschließend, dass wir dich noch ein bisschen privater in Anführungsstrichen kennenlernen. Es gibt ja auch ein Leben außerhalb der Börsenwelt. Wenn du dich mal nicht mit Finanzen, mit Aktien, Börse beschäftigst, hast du Hobbys, was machst du dann? Ja, im Moment habe ich 2 Kinder als Hobby. Also ich habe 2 Hobbys, Kind 1 und Kind 2. Ja, da bleibt sonst echt nicht mehr viel Zeit. Also ich habe zwar ab und zu, ich bin dieses Jahr, glaube ich, zweimal Fahrrad gefahren. Ich fahre ab und zu mal ein bisschen mit Inlineskates, einmal dieses Jahr. Und
Das Rudergerät steht hochkant in der Garage. Da. Wir waren ja auch nicht im Lockdown hier. Der Aktionär hat ja eigentlich immer weiter zum Glück arbeiten können. Das stimmt. Wir waren, glaube ich, zu Hause oder hier, aber wir konnten 2 Monate zu Hause. Aber ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, wenn ich im Büro bin und nicht zu Hause arbeiten muss, weil ich kann meinen Kindern nicht erklären, dass ich physisch nicht anwesend bin, wenn ich aber anwesend bin. Ja, in dem Alter ist es genau. Das haut nicht so ganz hin. Ja. Welche Musikrichtung magst du zum Beispiel so? Gibt es da irgendwie so Spezielles? Was hörst du auf dem Weg, wenn du zu herfährst? Das kommt immer darauf an. Also wenn ich eine Ausgabe für meinen Report schreiben muss, dann auch gerne mal Rammstein, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Aber ich höre eigentlich alles bis auf Jazz. Jazz gefällt mir gar nicht. Du hast ja auch mal gesagt, dass du Netflix als Aktie, wissen wir jetzt, hast doch deine Tochter im Depot, empfiehlst oder halt Wert drauf setzt, aber privat bist du gar nicht so der Streaming-Serien-Freund. Nee, ich schaue überhaupt keine Serien. Also ich schaue zwar öfter mal, vielleicht mal einen Film, aber Serien, das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ich schaue gerne Fußball, Sport, aber das gibt es ja bei Netflix nicht. Da habe ich dann eher Sky, wobei die auch mittlerweile völlig überzogene Preise haben. Also die Netflix... Nö, bin ich nicht so. Nö, muss ja auch nicht. Ja. Gut, wenn wir kurz aufs Jahr abschließend 2021 blicken, was denkst du, wird sich das Ganze weiterentwickeln, gerade auch vielleicht im Vergleich zu diesem Corona-Jahr? Also ich würde mal gerne wissen, wo wir in diesem Jahr jetzt stehen würden, viel Konjunktiv, wenn es kein Corona gegeben hätte. Das würde mich wirklich interessieren. Also ich glaube, dass Corona, klar, es hat viel auch beschleunigt, es hat auch viel ausgebremst. Aber man hat das jetzt ganz schön gesehen, jetzt mit dieser Reaktion, als die Meldung mit dem Impfstoff kam, dass dann die Märkte so explodiert sind. Also es sind, glaube ich, echt immer noch viele, die diese Aufwärtsbewegung verpasst haben, die, wie ich gedacht haben, als Corona losging, jetzt müssen wir sofort raus. Jetzt kamen diese ganzen neuen Trader, die den Markt mit nach oben gedrückt haben. Die normalen Händler, also die Profis, die sind noch gar nicht im Markt drin. Die müssen jetzt aber rein, weil wir haben jetzt neue Höchststände. Wir haben jetzt am Dow Jones einen neuen Höchststand, im S&P schon lange. Dazu kommt, wir haben viele Corona-Maßnahmen wie extrem niedrige Zinsen, also quasi null Zinsen, auch in den USA. Das sind Maßnahmen, die auch bleiben und die auch den Markt befeuern. Also es gibt viele, viele Faktoren, die für weiter steigende Kurse sprechen. Und ich glaube, dass wir zumindest noch 2 bis 3 richtig, richtig gute Jahre an der Börse haben werden. Du wirst weiter in deinem Maidon-Report verfolgen, die Geschehnisse an den Märkten und bei uns im Studio. Wir sprechen uns dann natürlich regelmäßig wieder, aber jetzt lasse ich dich erstmal. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Alles klar, vielen Dank. Und liebe Zuschauer, wir machen weiter natürlich im regulären Programm vom Aktionärstag. Ich gebe jetzt ab nach Frankfurt.